Das Kaiserreich. Scheinbar. Wow, es gab nur einen Level 71 Auftrag. Willst du mich verarschen? Okay. Kein Problem. Dann machen wir erstmal Jägerprüfung. Warte mal, welche von diesen Quests machen wir denn jetzt? Was ist das denn für eine Quest, ja? Warum kann ich die? Wie komme ich da hin? Reisende führen dich deine Fahrer an der Jobfeste vorbei? Dann nimm doch dieses Bündel hier und gib es meinem Sohn Chadwick. Ja, er ist dir Adjutator. Ach komm. Das ist einfach nur so eine. Ich habe gesagt, nur wenn ein Mädchen da ist. Aber ich krieg einen Windeteriten. Aber ich krieg echt schon eine Story-Quest für zwei. Ach komm. Ah, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Grunson kann ich noch nicht machen. Heilender Helfer gesucht. Die Sphären des Sündenvertilgers. Jagd auf die Tugend. Jägerprüfung. Finde ich leider ein bisschen schade, dass die nur drei haben. Ne, vier. Weil ich finde, ein Nahkampfangreifer sowie ein physischer Fernkämpfer ist nicht das gleiche, aber okay. Natürlich. Und wie gesagt, ich will den Blaumagier auf jeden Fall noch hochpushen. Die Revolverklinge ist klar. Und den Gelehrten. Ihr seht, der Gelehrte ist noch nicht mal da. Das heißt, wir werden heute vielleicht ein bisschen leveln. Also Blaumagier und so. Das sind halt so die Sachen. Und weil ich will wirklich das alles mit Murasaki machen. Jagdprüfung. Unsere erste Jobquest. Ich glaube, es gibt auch wieder nur 31. Nee, 30. Ach, was laber ich da? 70. 73. Oh, sorry. Ich hoffe, ihr konntet es jetzt erlesen. Ich hatte sowieso vor, mit ihm loszuziehen. Doch, aber natürlich bist du das. Das sieht man dir direkt an. Du bist die Art von Frau, nach der ich gesucht habe. Du bist goldrichtig. So weit gehen wir schon? Mein Name ist Louis Cree. Und ich bin ein Kopfgeldjäger. Aber nicht irgendein Kopfgeldjäger, solltest du wissen. Nein, ich kümmere mich nicht um jede dahergelaufene Beute. Mein Interesse gilt ausschließlich den Sündenvertilgern. Ich würde mir wünschen, ich könnte auch mit meinen Charakteren, die ich habe, einfach switchen. Dass die den Storyverlauf von meinem Charakter haben, aber halt noch Level 1 in allem sind. Versteht ihr, wie ich meine? Dass ich die zwar leveln muss, aber dass die storytechnisch schon das Niveau hätten, also den gleichen Spielstand. Das wäre noch etwas, was ich gerne hätte, aber. Ja, aber kann ich alles haben, ne? Das sag ich immer wieder.
Alle, wie gerne würde man einfach den Charakter wechseln, ohne nochmal alles zu machen. Weil die Klassen, die hat man ja auch auf Level 1. Warum nicht bei einem anderen Charakter alles auf 1 nur haben? Und einfach, dafür hat man ja hinterher New Game Plus. Und ich glaube, New Game Plus wurde reingemacht heute, oder? Es gab ein Update. Nein, ich kümmere mich nicht um jede dahergelaufene Beute. Mein Interesse gilt ausschließlich den Sündenvertilgern. Doch das ist noch nicht alles. Gerade erst habe ich einen ganz besonderen Feind ins Visier genommen. Einen der vier Kardinaltugenden, die berüchtigten Verursacher der Lichtflut. Selbstverständlich bedarf es beachtlicher Stärke und großer Fähigkeit, um solch einen gewaltigen Sündenvertilger niederzustrecken. Und ich gebe bereitwillig zu, dass ich das nicht alleine zu verbringen vermag. Mit der Hilfe von Verbündeten, die ähnlich eindrucksvoll kämpfen können wie ich, sollte es jedoch zu schaffen sein. Und du, meine Liebe, bist genau die Art von Verbündete, die ich mir vorgestellt hatte. Wortlos weggehen, was? Was? Interesse heucheln? Was? Was? Okay, tschüss. Warte, ich habe Geld, jede Menge Geld. Du wirst für deine Dienste reich belohnt werden. Interesse heucheln. Ich heuchle kein Interesse vor. Da drehe ich mich lieber um und gehe. War beides eine scheiß Idee. Jedoch, wenn ich keine Zweifel an deine Qualifikation für diese Aufgabe hege. So ist es doch nur fair, deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Ich werde mich auch mit einem einfachen Test zufrieden geben. Bitte verstehe dieses nicht als Beleidigung, du wärst überrascht, wie viele Leute sich für etwas ausgeben, das sie nicht sind. Um sich selbst zu bereichern. Oder andere zu beeindrucken. Oder soll ich den Paladin Level? Nein, Quatsch. Natürlich werde ich die Revolverklinge hinterher mit Murasaki. Es wird zwar nicht die Klasse sein, die sie spielt. Das ist es halt. Ich würde am liebsten die Questreihe dann hinterher mit Kuro machen. Weil er ist für mich ja der Verteidiger. Den werde ich auf jeden Fall Let's Play technisch. Gott. Werde ich auf jeden Fall Let's Play technisch für die Verteidiger Klassen die Storylines werde ich das aufnehmen. Also mit den Charakteren mache ich dann nochmal die Klassen Job Quest von vorne. Das heißt, die werde ich nochmal einstellig nochmal hochladen. Und mit anderen. Obwohl ich weiß ja, mit welcher Klasse, also mit welchem Level, mit welchem Job ich, also mit welchem Jobauftrag ich aufgehört habe. Dann werde ich da einfach fortfahren. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte doch da.
Wie gesagt, die Reittiere sind ja nicht so schnell jetzt gefühlt. Deswegen nehme ich sie doch. Das ist schon krass, dass ich Level 72 jetzt schon sein muss. Man hat lange Level 70 Quest gemacht und auf einmal kommt eine Level 71 Quest und danach sofort schon Level 72. Wir haben ja schon 2/10 des Spiels abgeschlossen. Wegen Level und so, ne? Da wären wir. Unser Testgelände. Muss lediglich eine wilde Bestie vor meinen Augen erlegen. Um deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Habe ich gerade gemacht. Hast du nicht zugeschaut? Allerdings benötigen wir einen Köder, um sie anzulocken. Mein Herr, hier ist Ihr Paket. Sehr gut, mein Bester. Hier ist dein Lohn. Das ist nur der Köder. Ich hielt es für einfacher, einen liefern zu lassen, als sich selbst darum zu kümmern. Viel effizienter zumindest. Zeit ist Geld. Also dann, du musst ihn lediglich irgendwo im Gelände platzieren und dann erlegen, was auch immer davon angelockt wird. Ich bin mir sicher, das wird nicht lange dauern. Großartig, ich wusste, ich hatte das richtige Gespür bei dir. Komm, lass uns umgehend nach Crystarion zurückkehren.
mit der Jagdprüfung ging ja schnell. Aber er will mich erst testen. Wir werden wahrscheinlich natürlich erst auf Level 80 legen. Aber wir haben schon mal den ersten Schritt gemacht. Die erste Jobquest erledigt. Und ich glaube, wir machen jetzt auch erstmal ein paar Szenario-Quests der Gegenden. Wenn ich jetzt 62 wäre, dann level ich auch andere Klassen mal schnell. Also, mein Ninja zum Beispiel. Andere Klassen. Das sind ja auch das, was er braucht. Gratuliere zur erlegten Beute, meine Beste. Ich habe das Gefühl, das ist der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft. Das sollen wir mit einem Festmahl feiern. Iss, trink und vergnüge dich. Das schmeckt ausgezeichnet, oder? Kompliment an den Koch. Noch Nachschlag? Nein, bist du sicher? Das ist wirklich kein Problem. Oh, na dann. Ich würde gerne unser vorheriges Gespräch wieder aufnehmen. Das von der Kardinaltugend, die ich mit dir zusammen jagen möchte. Ihr Name war einmal Renda Ray, ihres Zeichens Kriegerin des Lichts und renommierte Jägerin. Oh! Wir jagen die Krieger des Lichts. Autsch, das ist bitter. Nichts und renommierte Jägerin. Nun aber ist sie als Andrea bekannt. Und streift durch ganz Novrand. Sie ist ein äußerst schwer zu fassender Sinnvertilger und wurde bereits in allen Ecken der Welt gesichtet. Es ist zwar unvorhersehbar, wo es sie als nächstes hinzieht, doch sie wurde oft dabei beobachtet, außergewöhnlich gefährliche Ungeheuer zu verfolgen und zur Strecke zu bringen. Ich kann mir gut vorstellen, welche Frage du dir gerade stellst. Warum lässt man sie nicht einfach gewähren? Beseitigt sie dadurch nicht eine Bedrohung für die örtliche Bevölkerung? Nein. Die Bestien, die sie erlegt, werden nämlich selbst zu Sündenverteidiger, die dann eine noch größere Gefahr für die einfachen Leute darstellen. Wie du siehst, verbreitet die seelende Kardinaltugend ein heilloses Chaos, indem sie immer mehr Sündenverteidiger auf arglose Städte und Dörfer in Norwand loslässt. Einzig du und ich können sie aufhalten. Kriegerin des Lichts. War sie also eine Kriegerin des Lichts? Ich bin mal gespannt, ob die anderen auch Krieger des Lichts sind. Die Story ist vielleicht sogar ähnlich. Weshalb? Obwohl, ich glaube nicht, dass die Führer die gleiche Story haben. Aber ich hoffe, dass man... wäre cool. Du stellst ja Fragen, das spielt doch keine Rolle. Ob sie vor 100 Jahren Helden, Schurken oder sonst was war, ist mir völlig egal. Für mich zählt nur, dass Renda Ray die größte Jägerin war, die je gelebt hat. Die auf ihrem eigenen Gebiet zu schlagen, wäre eine erstaunliche Leistung, weißt du nicht? Und außerdem, ob die Kardinaltugend und Krieger des Lichts waren oder nicht,
Was zählt ist jetzt, ist, dass sie jetzt nun einmal Sündenverträger sind. Also tun wir den Leuten einen Gefallen, wenn wir sie töten. Außerdem, ob die Kandidaten und Regeln des Lichts waren oder nicht, was zählt ist, dass sie jetzt nun einmal Sündenverträger sind. Also tun wir den Leuten einen Gefallen, wenn wir sie töten. Nun, was sagst du, meine Liebe? Wirst du Andrea mit mir jagen? Mit Vergnügen! Damit beginnt also unsere offizielle Partnerschaft. Ach, ich sehe es schon vor mir. Du und ich, Seite an Seite, in der tobenden Schlacht, ein Bild des Mutes und der Kameradschaft. Das wird großartig. Natürlich werden wir etwas Zeit benötigen, um unsere Beute zu studieren und zu verstehen. Sündenvertilger verhalten sich oft seltsam und unvorhersehbar. Besonders mächtig wie Andrea. Ich habe mein Äußerstes gegeben, um mich in sie hineinzuversetzen und wie ein Jäger zu denken. Aber das ist leichter gesagt als getan. Aber egal, ich finde schon Wege, sobald ich herausgefunden habe, wo wir mit unserer Suche beginnen sollen, werde ich dich informieren. Und als nächstes... Das heißt, hoffentlich ist dir die Belohnung nicht zu gering. Es ist nicht viel, ich weiß, und es tut mir leid. Ich werde dafür sorgen, dass du nächstes Mal angemessen entschädigt wirst. Das ist doch nicht schlimm. Und jetzt ist die Mission auf 73. Oh, 72. Ist das jetzt wieder in Zweierschritten? Dann sind es nämlich 5 Missionen anstatt... Das wäre cool. Ich liebe dieses Zweierschrittsystem. Oh, das heißt, im nächsten Level haben wir es ja bald. Juppie! Dann leveln wir! Yay!